So, moin, da bin ich am Abend, nicht wahr? Ich habe einen interessanten Tag gehabt, bin mir aber nicht so sicher, wie die Stimmung gerade ist. Ich hatte vorhin geschrieben, ich bin, ja, ich muss lachen und das auch aus gutem Grund, nicht wahr? Weil ich ja Dinge sehen kann und erlebe sie auch, aber auf der anderen Seite macht mich die ganze Nummer traurig. Es wird ja vieles ausgehebelt im Moment. Da bin ich nicht der Einzige, der das so denkt. Nicht wahr? Verschiedene grundrechtsspezifische Dinge sind momentan unter der Thematik Corona außer Kraft gesetzt. Jetzt haben wir das Vermummungsgesetz. Wir müssen alle eine Maske aufsetzen. Nur will ich euch mal erzählen, wie mein Einkauf heute ganz kurz, nicht wahr, nur heute stattgefunden hat. Also Humor ist ja bei den Leuten also fest verankert, jedenfalls dort, wo ich wohne. Ich komme rein in den bekannten Edeka-Laden. Da gab es keine Einkaufskörbe mehr, sondern Einkaufswagen mit der Begründung, die Abstände sind ja zu gering, die werden nicht eingehalten, also müssen jetzt Körbe genommen werden. Ja, wie lang ist der Korb? Meter? Ich weiß nicht. Also da kommt man auf seinen Vordermann nicht weiter ran, als der Einkaufskorb lang ist. Ich meine, das war ja vorher auch schon so. Entschuldigung, ich muss bei dem Gedanken schon wieder am besten loskrölen. Aber das sind so emotionale Momente, die mich, ja, die stimmen mich zwiespältig, aber ich bin trotzdem immer voller Humor. Das kannst du mir glauben. Ich bin an der Kasse, drehe mich dann um, ich mach's kurz. Alle Vermummten sind hinter mir und ich bin ja wirklich, also jemand, der den Humor quasi erfunden hat. Ich drehe mich um und sage, ich erkenne ja keinen. Das ist ja jetzt Mist. Und da sagt die eine Frau, ja, ruft nach vorne in meine Richtung, ja, schminken brauchen wir uns auch nicht mehr. Ich sage, das ist ja, jetzt seid ihr die Nutznießer, ihr müsst keine Schminke mehr kaufen. Nicht wahr? So. Und kennenlernen kann ich auch keinen mehr, weil ich kann ja keine Frau mehr sehen. Ein Mann auch nicht. Also irgendwie bin ich dann, Entschuldigung, gerade ein bisschen bedenklich. Nicht wahr? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Dann nützt mir meine blauen Augen leider auch nichts mehr. Wenn da gucken die rüber. Einige haben noch Brillen auf. Ich meine, wie soll das denn gehen? Wohlweislich habe ich irgendwann gesagt, ich suche nicht mehr, ich werde gefunden. Nur das haut jetzt nicht mehr hin, Freunde. Also die Corona hat auch Schuld, wenn ich die nächsten 30 Jahre Single bleiben muss. Fertig. So, schönen Abend und gute Laune wünsche ich euch. Bis dann. Tschüss.